Liebes Publikum, das LWL-Museum für Archäologie ist seit dem 14. März wegen Covid-19 und bis voraussichtlich 20. April geschlossen. Damit können Sie unsere aktuelle Sonderausstellung Pest wahrscheinlich nicht mehr sehen. Damit Sie aber dennoch viele Geschichten über die Seuche erfahren, haben wir beschlossen, dass wir Online-Führungen machen werden. Und welche Führungen das sein werden, für welches Zielpublikum, das wird Ihnen gleich unser Museumspädagoge Michael Lagers erzählen. Ja, wir möchten versuchen, unser volles Programm Ihnen zu bieten, das wir zu dieser Ausstellung erarbeitet haben. Das geht los bei Kindern im Vorschulalter, über Grundschulkinder, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, aber selbstverständlich auch unser Programm für Erwachsene. Zum einen richtet sich das, was wir Ihnen online zeigen, an dem, was wir ohnehin hier an Führungen präsentieren. Zum anderen werden wir völlig neue Formate entwickeln und Ihnen die hier vorstellen. Das geht los bei Quizformaten bis hin zu Highlight-Objekten, die wir Ihnen separat vor der Vitrine direkt am Objekt vorstellen möchten. Lassen Sie sich einfach überraschen. Ich sage nur gleich dazu, die ganze Geschichte ist hochgradig experimentell. Wir haben das so in dieser Form bislang noch nicht durchgeführt. Daher bitte ich schon jetzt, die ein oder anderen Ruckeleien zu entschuldigen. Wir sind uns aber sicher, dass wir es relativ gut auf die Beine stellen werden und Ihnen damit ein Höchstmaß an Unterhaltung und Information auf diesem Kanal vorstellen werden. Ja, bleiben Sie also dran auf all unseren Kanälen, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unter @lwlmuseum für Archäologie und unter dem Hashtag Pest auf Sendung. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Bis bald.